müsst alle schnell aufwachen. Unser Schloss ist total mit Schlagsahne bedeckt. Aber das ist doch keine Schlagsahne, das ist Schnee. Schnee? Wunderbar! Er ist ganz bestimmt irgendwo hier drin. Ich weiß es ganz genau. Aha! Ich bin ein Eiszapfen. Das wärmt dich gleich auf, Luzi. Currysuppe. Habe ich selbst gemacht. Das hat geholfen, Henry. Mir ist überhaupt nicht mehr kalt. Und jetzt eine Schneeballschlacht. Falltreffer! Hey, pass auf! Luzi, pass auf! Henry sieht wie ein Schneegespenst aus. Ich kann ein schöneres machen. Wir helfen dir. Hallo, Henry. Was hast du auf dem Herzen? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Aha, du willst wohl eine Party schmeißen und brauchst dafür einen Spitzenunterhalter. Tja, eigentlich möchte ich mir nur den hier für eine Weile ausborgen. Mach dir keine Sorgen, ich bring ihn zurück. Ich glaube, irgendetwas fehlt noch bei dem Schneemann. Simsalabim, das ist für unser Schneegespenst. Der ist einwandfrei, Henry. Hey, wie heißt du? Nanu. Nanu? Ein bescheuerter Name. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber eigentlich ist mein Name Eduard. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Mein Name ist Schauder und ich will mich riesig amüsieren. Freut mich, dich kennenzulernen. Und ob dich das freut. Also, was treibt ihr hier so zu eurem Vergnügen? Wir könnten eine Rutschbahn bauen, ja? Zu blöd. Wir könnten eine Schneeballschlacht machen. Oder Schlitten fahren. Viel zu langweilig. Hey, ein Schloss. Sowas gefällt mir schon besser. Warum habe ich plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache? Schuppi, nein! Ich glaube, der findet das lustig. Schuppi fand das gar nicht lustig. Kommt mit, wir müssen ihn suchen, bevor er das ganze Schloss zertrümmert. Ich habe ihn gefunden. Ich habe nun mal eine wahnsinnige Vorliebe für die guten alten Tortenschlachten. Das Eis aufgefuttert. Er hat alles aufgefuttert. Er hat es schon wieder gemacht. Was ist los? Er hat mich geküsst. Zweimal. Er hat an meiner Augenklappe gezogen und sie zurückschnellen lassen. Das hat ganz gemein wehgetan.
unternehmen. Aber was denn nur? Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, ihm das Handwerk zu legen. Den Rat will ich euch geben, liebe Kinder, denn hinter allem steckt mein magischer Zylinder. Wollt ihr das Schneegespenst rasch zähmen, dann müsst ihr nur den Hut ihm nehmen. Der Hut! Unser Auto! Schauder, nicht so wild! Fahr nicht so schnell! Jetzt! So, das hat ihn wieder beruhigt. Es schneit! Oh, wie schön! Das bedeutet, wir können morgen wieder im Schnee spielen. Ja, aber nur, wenn Georg uns verspricht, nie mehr ein Schneegespenst zu machen.